Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen weiter mit Holz. Den Rest Holz laden wir noch auf. Und dann sehen wir weiter. Reststumpen fräsen oder zumindest ein paar Bäume fällen. Oder beides halt, ne? Die Fellarbeit ist bald fertig, alles bestellt. Da haben wir jetzt keinen Stress. Wir müssten höchstens noch ein paar Geräte kaufen Richtung zum Heu machen, ne? Zumindest Schwader oder ein Zetter. Damit wir auch das Heu trocken kriegen, ne? Das Wetter sieht danach günstig aus. Wir müssen mal schauen, wann der beste Punkt gekommen ist zum Mähen, ne? Weil halt erst er meldet hier wieder Regen an, ne? Auch recht nass, ne? Da brauchen wir nicht viel hoffen, ne? Ja. Das heißt aber, wir müssen bis dahin, also heute, dann müssten wir morgen, ja, morgen müssen wir dann im Prinzip Gras dann mähen, ne? Dass wir dann da bis da trocken kriegen, ne? Weil das da ist noch am besten die Wirkung, ne? Und dann her wird's, naja, könnt ihr ausmalen, ne? Dann heißt es Heutrocknung bauen. Wäre sicherlich der erste Weg, ne? Da würden wir am wenigsten verlieren, ne? Dann brauchen wir keinen Zetter, dann brauchen wir nur den Sammelwagen, den haben wir schon. Wir müssen dann nur einen zweiten haben. Das wäre eine Option. Dann bauen wir eine Heutrocknung. Mal sehen, wie das am besten hinpasst. So, Holz. Fast alles weg. Tja. Punkto Heutrocknung, wie können wir das am besten machen? Also müsste mir dann theoretisch eine Fläche planieren, ne? Also weiß ich, na, hier ist eigentlich eine Straße mehr oder weniger, hier kann man nicht bauen. Obwohl, ich muss mal ganz kurz mal schauen. Ich glaube, die können wir uns in der Zeit eh nicht leisten. Aber ich hätte aber gerne die Größe gesehen. Was fehlt? 52.000. Ja, dann fahren wir kurz das Holz wegfahren, ne? Stellen wir uns Zeit einfach rüberfahren hier, das LKW. Weil da fahren wir nicht am sichersten mit, dass wir im Prinzip das Gras in die Heutrocknung fahren. Diesel dazu und schon ist das Ding gelaufen. Weil das Wetter sieht nach hinten raus schlecht aus, also ganz schlecht. Dann wird Heu auf dem Feld trocknen nichts und dann ist die Gefahr sogar gegeben, dass Heu total verlust kommt, weil er dann bei Regen löst sich halt auf, ne? Und wenn das ja, dann haben wir überhaupt nichts gewonnen bei. Dann können wir lieber Silageball machen bei Regen, also und Heu zukaufen, bevor wir beides verlieren, ne? Sonst, Heu ist dann weg und das Gras auch. Und deswegen sagen wir so, Heutrocknung ist eine gute Alternative, wo wir sicher das Gras zum Trocknen kriegen. Und zwar fast verlustfrei, in Anführungszeichen. Denn ich möchte ja nicht, dass Heu verloren geht, ne? Und diese Wiesen, die es hier zu kaufen gibt, da müssen wir sowieso mit Ladewagen aufheben, weil Ballen, die Rundballen, die rollen definitiv weg. Da könnte man auch Quaderball noch nehmen, das wäre noch eine Option. Für Heu wird es sicherlich gehen, ne? Ja, Junge, ich wollte doch da reinfahren.
Aber das habe ich auch nicht. Quaderballen kannst du auch sicherlich beim Lagerplatz abladen, dann geht es auch ins Lager rein, ne? Also so schlimm ist das auch wieder nicht, ne? Müsste nur schauen, wie wir am besten bauen. Von der Größe her muss ich mal gucken, ob es da hinpasst. Und dann könnte man im Prinzip durchfahren, ne? Dann wäre das ziemlich schnell erledigt. Aber erst brauchen wir Geld. Was haben wir jetzt bekommen? Wir haben zwar noch wir haben zwar ein Ladebank haben wir zwar, aber der wird nicht reichen. Der fährt sich ja doof und dämlich, ne? Also ich will ja noch frühzeitig düngen, damit man zweiten Wachstum wieder nochmal wachsen kann, ne? Also müssten wir noch einen zweiten entweder dazu leihen oder kaufen. Aber zum Grasmähen, da werden wir ja. Also frühestens morgen, also ingehen morgen, ne? Also ich gebe noch dem Gras heute Nacht die Chance, ein bisschen zu wachsen. Könnte ja sein, dass morgen früh die Wachstumsstufe durchgegangen ist, zum ersten Mal. Und dann können wir ja sehen, was heute Nacht noch an Geld bekommen von der BGH. Wir werden auch gleich mal einmal Mist reinfahren. Das werden wir gleich tun, wir mal den abhängen. Weil Mist und Gülle können wir ganz gut noch gebrauchen. Da rein kippen damit. Ich kann nämlich kein Holz mehr sehen. Ein guter Grund, da mal kurz aufzuhören. Der Wald rennt ja nicht weg, also ich habe ja nicht vor. Ja gut, morgen können wir gut holen. Heißt, morgen ist immer ingehen, ne? Also morgen für mich, morgen ist Arbeit angesagt und dann geht mit nichts aufnehmen. Höchstens morgen bearbeiten, dass ich. Ich habe gerade festgestellt, ich habe morgen Spätschicht, falls ich kann ausschlafen. Meine Stimmung ist leicht gestiegen. Wo mir das eingefallen ist. Mir ist nämlich eingefallen, ich habe gerade ja Freitag früh, weil ich ja Freitag Nachmittag die Marsch gemacht habe und daher ist es morgen mit Aufstehen so früh nicht mehr auf dem Plan, ne? Da bin ich gleich bester Stimmung. Mein einzig Blöde ist, nächste Woche Freitag, da schaffe ich im Prinzip dann keine Marsch, wenn ich entsprechend kaputt bin noch in der Arbeit. Aber mal sehen, ne? Also es kann ja sein, dass trotzdem halbwegs runter ist, ne? Na, die Scheiße haben schon was für schön hier produziert. Und jetzt haben wir auch ein paar Kühe zugekauft. Jo. Denn die BGH macht nämlich gute Erlöse für Mist. Das erstaunlich ja darüber, ja, aber warum das so ist, keine Ahnung. Ich überlege auch noch, ob ich noch die andere BGH kaufe. Aber da müsste ich erstmal Rüben anbauen. Das will ich aber noch nicht vermeiden, auch noch, weil ich halt Maschinen auch nicht habe. So. Was ist los? Gatsch, 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 ne? Ich werde nie wieder Silage fahren können mit dem Vorderband. So. Ich wollte einen Traktor nehmen und den Deichsel von der Dings entfernen. Traktor ist hier in der Halle. Weil. Beziehungsweise. Ich habe da einen Anhänger, den können wir gut nehmen. Ich hätte auch einen anderen Traktor nehmen können, ne? Na gut, okay.
Vergammen-Fan. Andere sagen lieber Deutz. Ich sag mir, der Traktor muss laufen. Alles andere ist egal. Nach Möglichkeit kostengünstig, ne? Das ist ja so, ne? Genau, ich kann mal schauen, was ich hier noch Milch habe. Ne? Wie Gülle da hinten noch da ist. Aber die Kälber werden ja auch mehr. Ne? Also wir werden dann nach und nach da wieder auch mehr Tiere aufstocken. Das heißt, ja, pro Kuh ein Kalb ungefähr. Und mit der Zeit haben wir da auch entsprechend über 100 Tiere. Ne? Gut, keine 200 Tiere mehr wie vorher. Aber die BGH muss ein bisschen noch einnehmen. Gülle! Gülle, Gülle! Ja, kipp rein! Na, der Schnee ist weg. Ob der Mist schon voll ist? Ich hätte gerne ein bisschen mehr Wachstum, ne? Also. Ne? Quillt ein bisschen raus, aber gut, das macht nichts. Solange das wieder aus Band geht, ne? Dass wir hinter reinfahren, holen wir hinter raus, ne? Im Stall. Ach, kam gleich ein neuer. Das war drei Viertel, ja. Und Ende. Hat sich gelohnt. In meinen Augen etwas. Komm herum, nö. Müssten wir da eine Rampe bauen, eine schräge, dass wir hochkommen. Müssten wir bald, oder? Kommen wir nicht hoch. Nicht so. So, blinde Kuh. Nee, jetzt sehen wir was. Wir müssen nicht dichter rangehen, ne? Richtig BGH, ein bisschen Mist. Dann ist sie glücklich. Das aktuelle Preis. Kurz überlegen.
Wir sind hier. Die Lage hat nicht geändert. Mist kostet 900. Gülle kostet 720. Der Wahnsinn, ne? Nur mehr Kühe haben. Mehr Kühe. Ah, na. Achso, guck mal, ich bin ja Milch. Werden mal gucken. Ein LKW kannst du gut rückwärts fahren, ne? Also besser mit dem Traktor. Mit Deichsel ist es hier ganz schwierig. Da muss man Anhänger nehmen, ne? Schauen wir noch einen Preis für die. Für die Milch. Was Milch kostet beim Viehhandel? Kostet 1007. Der Verkauf. Ah ja. Das Zuckerrohr ist ja eigentlich ein Witz, ne? So, Rüben ist Scherz. Baumwolle gibt's nicht. Oder ist das jetzt das Wolle, 1009. Ich habe noch ein bisschen Soja, aber das ist wirklich nicht viel. 1006. Stehen lassen? Ne, das ist ungünstig. Steht da nur einen Weg. Fahren wir den mal wieder Richtung Unterstand, ne? Wie es gehört, ne? Dann können wir den Mechaniker gleich holen. Und dann auch da oder zumindest bei den Kühen zwischenlagern, ne? Dass wir da ein bisschen Ordnung hinkriegen. So wie hier. Gruppe, Flug. Wir haben noch einen Spatter. Z haben wir, glaube ich, nicht. Mal gucken. Spatter haben wir. Wo ist eigentlich, wenn wir nur Gras mähen, der macht doch auch Spatt. Ja, Lüschow, das soll es heute gewesen sein. Ich schau mal gleich, was die Milch bringt. Also, bis heute, welche Milch wir immer haben. Dann sag mal Tschüss und den Gewinn, ciao, ciao. Das geht gleich weiter hier in Thüringen. Tschüss.